hallo miteinander und willkommen noch einmal hier im Kivo-Studio. Und zwar jetzt nach der Kivo, es ist etwa 2 Wochen her, wo die Kivo war. Und jetzt schaue ich nochmal zurück. Und ich mache das Video und aus noch einem anderen Grund, nämlich auch für euch zu zeigen, was ich noch bekomme. Ich habe nach der Kivo noch Sachen bekommen. Auch noch Fotos, die mich sehr gefreut hat, was die so gebastelt hat und wie die Sachen, die ihr im Video gesehen habt, umgesetzt hat. Aber auch noch andere Sachen, zum Beispiel hier ein Ego. Wunderschöner Ego mit Stachel. Den kann man nicht so gut streicheln, das tut immer weh, wenn man streichelt. Aber wie tut man eigentlich ein Ego streicheln? Das habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Also sicher auf jeden Fall eher der Weg als der Weg, aber auch hier tut man vielleicht so klöpfen und sagen, hallo, du schöne Ego. Der hat der Vincent gemacht für mich, danke vielmals. Der kommt da noch Platz drüber, nämlich auch wie die super Wange, wo ich nämlich noch ein bisschen lasse, dass ich mich noch an die Kinderwoche erinnern kann. Dann, was haben wir noch bekommen? Da noch andere Zeichnungen. Das hier habe ich bekommen von Indira und Nimal. Das ist nämlich so ein Kärtchen, das sie noch gestickt haben und gezeichnet. Und merci gesagt haben für die Kivo. Merci vielmals für das schöne Kärtchen. Das kommt auch hier her. Ich nehme dann nachher noch das Magnet, damit ich es her tun kann. Dann habe ich von Nick einen Engel bekommen. Da ist es drauf. Schutzengel. Das ist doch etwas Schönes. Das finde ich wunderbar. Man kann jemandem eine kleine Zeichnung machen und dann sagen, hey, du Mann, das ist ein Schutzengel. Ich wünsche dir viel Schutz. Das ist sehr schön. Danke für die coole Kivo von Nick. Merci vielmals für die schöne Zeichnung, Nick. Dann haben wir von Elea einen Kuchen mit Kleberli, einem Drachen und einen Kuchen mit Kerzen drauf. Vielleicht kann man die ausblasen, die Kerzen. Merci vielmals, Elea. So, nicht ganz fortblasen, nämlich die Zeichnung kommt auch an die Säule. Jetzt kann ich noch hinten rum, dass es gut Platz hat. Nein, habe ich noch bekommen von Daniel. Hoppala, der ist ein bisschen, jetzt die von abgefallen, aber ich weiß, wo die hergehören. Nämlich da und da. Und nachher ist es drauf, also zuerst hat es die richtige Seite gemacht, die er hat gemacht hat, nachher da das Zeichen drauf, dass man drehen soll. Aber da hat er das U-Boot gezeichnet, das wir gebastelt haben. 2 U-Boote, sehr cool. Und dann eben kann man es kehren, bitte Blatt drehen. Und dann heißt es, Achtung, für diese Süßigkeiten, die kann man nur einmal brauchen. Und man hat so noch erklärt, dran schlecken oder eben den Ketschgummi zum Mund nehmen. Und nachher haben wir einen Wunsch frei. Aber es gilt nur einmal pro Mal. Und ich habe schon überlegt, was wünsche ich mir? Und ich weiß, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dann nehme ich den Ketschgummi näher, dass die Corona-Sache schnell vorbeigeht und dass es auch für niemanden mehr schwierig ist mit dieser Krankheit. Und wenn ich den Schleck nehme vom Schleckstängel, dann wünsche ich mir, dass wir nächstes Jahr im 2022 Kinderwoche wieder so machen können, dass wir einander sehen. Ja, und was ich auch noch möchte sagen jetzt zum Abschluss, ist, dass ich ganz fest Merci sage für die, die auch noch etwas mehr das Kessel hatten, wo man Geld rein tun konnte. Das haben wir einen Teil gebraucht, für Material zu kaufen, das wir zum Basteln braucht. Und einen Teil haben wir auf Afrika gegeben. Und in Afrika, in Ruanda, gibt es eine Schule. Und Elsbeth Gräser, die in Städtlen wohnt, die kennen sie vielleicht, sie hat dort, hilft dort bei der Schule. Sie war auch schon in Afrika, sie hat noch schon Fotos gezeigt und gegeben von Ruanda. Und da habe ich schon mal Post bekommen von einer Frau, die dort arbeitet an der Schule, die hat Merci gesagt, wo wir schon mal Geld geben durften. Und wir haben einen Teil von diesem Geld, das ist zusammengekommen, haben wir jetzt wieder dürfen der Elsbeth Gräser geben und sie gibt das Geld auf Afrika in die Schule. Und ich kann euch sagen, letztes Mal haben sie nämlich Fotos geschickt von einem Schaft, das sie in der Schule machen können und Schulmaterial, Schreibsachen, dass sie dann dort, wenn sie die Schule können, auch gutes Material haben. Und einmal, wie ihr seht, da ist schon das Foto, das mal geschickt, einmal haben sie die Schule auch gerne, die Schulplatz dort bauen können. Und letztes Jahr haben wir ihnen können
Schutti-T-Shirt gegeben für auf Afrika. Und das ist eine lustige Geschichte, die möchte ich noch schnell erzählen. Ein Freund von mir hat mir ganz viele T-Shirts gegeben, also wie für eine Schutt-Mannschaft. 11 T-Shirts. Rote, fast so wie Schweizer Trikot. Und er hat gesagt, vielleicht kannst du die mal irgendwie brauchen, wenn du etwas machen bei Kirche. Und dann habe ich die mal auf die Seite gedacht, dachte, ja, schauen wir mal. Und dann hat mir eben Elsbeth erzählt, dass die dort auch gerne schutten und dass sie manchmal nicht so das Geld haben, für so ein Material zu kaufen. Und ich dachte, wow, das ist doch eine Idee. Wir schicken einen Schweizer Gruß mit einem Schweizer Trikot auf Afrika. Und die hatten eine riesen Freude, als sie die T-Shirt bekommen. Das haben wir 400 Franken haben wir spenden, also Spenden zusammenbringen, die wir dürfen einzahlen dürfen zu diesem Hilfswerk, das Elsbeth Gräser schaut. Und das freut mich sehr, dass wir hier dürfen. Jetzt, wir haben Freude gehabt, dass wir jetzt noch jemand anderem dürfen Freude machen. Also, jetzt schließe ich hier die Kivo. Merci vielmals, dass ihr dabei gewesen habt, habt ihr zugeschaut. Die Videos sind auf der Homepage drauf. Könnt ihr noch schauen, vielleicht auch noch Geschichten, die noch drauf sind. Oder nochmal, wenn die Bastelanleitung wieder Lust hat. Und speziell noch, weil jetzt am Sonntag Muttertag ist, hat es unter anderem ein zweites Video mit einer kleinen Bastelanleitung für ein kleines Geschenk zum Muttertag. Tschüss zusammen.